sie immer noch in Familie. In Familie? Vom Setting geht von was? Hallo ihr Lieben! Wie ich gestern schon angedroht habe, bin ich heute schon wieder da. Heute soll es um diese beiden Bücher hier gehen. Und zwar einmal Zurück ins Leben geliebt und Gertrude Love Sex von Carly Phillips. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich beginne heute mal mit diesem Buch hier und zwar Dare to Love, Sex im Zweifel für die Liebe von Carly Phillips. Ich muss vorab sagen, dass man diese Bücher unabhängig voneinander lesen kann. Ich habe jetzt hier die restlichen Bände da. Also der erste Band fehlt mir noch, den muss ich mir mal noch kaufen, den will ich aber auf jeden Fall auch noch lesen. Und ja, ich finde die Reihe wirklich sehr, sehr gut. Das sind wirklich richtig tolle Bücher so für zwischendurch, einfach wenn man wieder viel sowas gelesen hat, dann ist das hier wirklich sehr, sehr gut für zwischendurch und ich habe dieses Buch echt gefressen. Ich habe früh angefangen, war nachmittags fertig. Es ist jetzt auch nicht ultra dick, also man hat es wie gesagt wirklich sehr, sehr schnell gelesen und auch der Schreibstil von Carly Phillips ist einfach locker leicht, dass man da wirklich gut durchfliegt durch diese Bücher. Und ja, ich habe mich aber schon riesig auf die Geschichte gefreut, denn in diesem Buch geht es um Maggie. Und Maggie ist Grundschullehrerin und frisch verlassen und schwanger und hat keinen Bock mehr auf Männer und hat sich jetzt gesagt, ich lerne jetzt in meinem Leben alleine klarzukommen und auf eigenen Beinen zu stehen. Ich verlasse mich jetzt nicht mehr auf irgendwelche Typen, ich kriege das alleine hin. Ja, diese Vorsätze sind schön und gut, bis zu dem Zeitpunkt, als Scott der auftaucht. Scott ist Polizist und lernt sie in einer Situation kennen, die für sie nicht ganz so schön ist und ja, ist sofort angetan von ihr und ja, wie gesagt, sie weist ihn aber ab, weil sie keinen Bock auf Männer hat und einige Wochen später treffen die beiden dann wieder aufeinander in einer Situation, wo Scott Maggie zu Hilfe kommt und sie quasi aus dieser etwas unangenehmen Situation rettet und ja, es ist halt diese gewisse Spannung zwischen den beiden und Maggie sagt sich dann, okay, eine Nacht. Eine Nacht mit dem Typen, dann ist Fini ein letztes Mal, bevor ich das Kind quasi auf die Welt bringe. Sie ist noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft, also sie hat jetzt noch nicht so eine Ultra-Kulle oder so. Und ja, gesteht sich dann halt für sich selbst eine Nacht mit Scott. Und Scott freut sich natürlich, dass sie sich jetzt auf ihn einlässt, denn er hat einen Plan. Er möchte Maggie nicht nur für diese eine Nacht, denn er weiß, dass er von ihr nicht genug kriegen wird. Aus dieser einen Nacht, die Maggie sich zugesteht, werden natürlich mehrere Nächte und sie merkt sehr, sehr schnell, dass sie für Scott Gefühle entwickelt, was ja so gar nicht in ihren Plan passt und ja, man möchte es mir halt eigentlich auch gar nicht verraten. In dieser Geschichte ist es so, dass wir uns hier mit Maggie auseinandersetzen, die halt versucht, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und dann halt immer wieder Rückschläge erlebt. Und dann gibt es auf der anderen Seite Scott, der schon einmal alles verloren hat und sich zurück ins Leben kämpft, aber auch noch mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Und ja, und die beiden haben es wirklich nicht leicht. Und ob sie am Ende zueinander finden oder nicht, das werde ich euch natürlich nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass es auch wieder ein Erotikroman ist. Also es gibt auch hier wieder erotische Szenen in diesem Buch. Und ich finde, diese Cover sehen immer noch überhaupt nicht so nach Erotikroman aus. Also die sehen immer noch so nach niedlicher Liebesgeschichte aus, aber nicht so übelste Erotik, wie es hier teilweise auch abgeht. Ich muss sagen, von der Handlung her hat es mir richtig gut gefallen. Einziges Minus, was ich hier so geben muss, ist, dass es mir so ein bisschen zu wenig Spannung war in diesem Buch. Also man hat hier schon Spannung und auch Drama drinnen natürlich, aber es war mir im Großen und Ganzen noch ein bisschen zu wenig. Da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht, gerade so zum Ende hin. Die Auflösung war dann so, ja, das und das ist passiert und jetzt gut. Ende. Aus. Feierabend. Und es war mir so ein bisschen so, da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht, aber naja gut. War halt nicht, aber ich fand die Geschichte trotzdem ganz toll. Ich habe mich ja am Ende vom fünften Teil auch schon auf diese Geschichte gefreut, weil man da schon so einen kleinen Seitenwink bekommen hat. Und ja, die Charaktere mochte ich auch total gerne. Ich mochte Maggie als Person. Sie ist ein bodenständiger Typ, sie steht mitten im Leben. Sie ist eine Frau, die versucht, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Und ja, ich konnte mich gut in sie hineinversetzen. Und Scott ist ein Mann, er ist ein Brayden. Also wer Dublin Street von Samantha Young gelesen hat, der wird wissen, was ich meine. Er ist ein Brayden. Er ist ein kleiner Alpha, er ist so ein kleines Alpha-Männchen, der gerne bestimmt, der gerne sagt, wo es lang geht. Und ja, I like it. Vom Setting her befinden wir uns hier immer noch in Miami, wo ja so auch die ganzen anderen Geschichten gespielt haben. Und ich finde Miami als Setting auch immer noch sehr, sehr cool. Und ja, hat mir auch wieder gut gefallen. Und der Schreibstil, wie gesagt, ist locker, leicht und einfach. Und man kann es gut so für zwischendurch weglesen. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist sogar der neue Lieblingsteil der Reihe von mir. Auch wenn ich so ein bisschen mehr mir gewünscht hätte, was die Dramatik betrifft und die Spannung betrifft, fand ich trotzdem die Charaktere und wie die miteinander agiert haben und wie die miteinander umgegangen sind, das fand ich einfach so schön und so süß und
Es war einfach so schön und ja, I like it und ich mag diesen Teil unheimlich gern. Drei Stück kommen jetzt noch. Drei Teile kommen jetzt noch von dieser Reihe und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Im nächsten Teil geht es um die Schwester von Scott, um Avery und auch da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte, weil man bekommt hier natürlich auch schon so einen kleinen Seitenwink und ja. Lasst mich da auf jeden Fall auch gerne überraschen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock auf niedliche, süße Liebesgeschichten mit Erotik habt, dann schaut euch die Dare to Love-Reihe auf jeden Fall mit an. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle, süße, niedliche Reihe. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Das war das zweite Buch, was ich von Colleen Hoover je gelesen habe. Mein erstes war Weil ich Lycan liebe. Und Weil ich Lycan liebe war nicht so mein Fall. Dieser ganze Poetry-Slam-Mist war einfach nicht mein Ding. Ich muss sagen, Zurück ins Leben geliebt hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Handlung, ich mochte die Charaktere, ich mochte dieses Buch einfach. Und ja, ich erzähle euch aber erstmal ganz kurz, worum es geht. In diesem Buch geht es um Miles und Tate. Und Tate ist quasi die Schwester von Miles' guten Freund. Und ja, Tate zieht vorübergehend zu ihrem Bruder, denn sie ist neu in der Stadt und sie möchte ihr Studium weiter ausbauen und fortsetzen und muss sich natürlich erstmal Geld erarbeiten und eine Wohnung suchen und ja, zieht dann halt vorübergehend zu ihrem Bruder und lernt dann am ersten Abend gleich Miles kennen. Miles ist ein sehr guter Freund und Nachbar. Nachdem die erste Begegnung der beiden nicht ganz so glücklich verlaufen ist, behandelt Miles Tate sehr abweisend und sie fragt sich halt die ganze Zeit, was sie ihm so getan hat, warum er sie so behandelt und sie kann das halt auch nicht so ganz nachvollziehen. Und ja, mit der Zeit findet sie dann natürlich das Ganze heraus und die Beziehung der beiden ändert sich. Und ja, es ist natürlich wieder diese gewisse Anziehungskraft da und die gewisse Spannung da. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten. Ich kann nur noch so viel sagen, dass Tate sehr um Miles kämpfen muss, denn Miles hat mit seiner Vergangenheit noch nicht abgeschlossen, denn da ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Und ja, das hat er noch nicht geschafft, hinter sich zu lassen und Tate versucht da jetzt zu ihm durchzudringen und ob sie es schafft oder nicht, das verrate ich euch natürlich nicht. Ich muss sagen, ich fand die Art, wie diese Geschichte erzählt worden ist, ganz cool. Weil man liest hier einmal immer aus Tates Sicht und dann liest man aus Miles seiner Sicht, aber in der Vergangenheit. Also man bekommt so bröckchenweise hingeworfen, was in seiner Vergangenheit passiert ist und du fragst dich bis zum Ende, weil das wird bis zum Ende durchgezogen und du fragst dich bis zum Ende, mein Gott, was ist denn da jetzt passiert? Weil man denkt sich dann immer, okay, das und das ist passiert. Nein, war es nicht. Okay, das und das ist passiert. Nein, war es auch nicht. Und dann fragt man sich so, was bitte ist denn nur passiert? Und es ist wirklich sehr, sehr traurig und wirklich sehr, sehr tragisch, was dann hier passiert ist am Ende. Und man konnte sich dann ab einem gewissen Punkt dann schon denken, dass es so in die Richtung tendiert und dass es so ausgeht. Und ja, fand es aber eigentlich ganz cool, dass man das so gelöst hat mit diesen zwei Sichtweisen und dass man da immer so ein bisschen was erfahren hat und ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der Schreibstil von Colleen Hoover, ich habe schon, irgendwer hat mir letztens kommentiert, dass die Übersetzung von diesem Buch nicht so pralle ist. Ich kann da jetzt keine Vergleiche ziehen, ich lese ja nicht in Englisch. Ich muss sagen, es ist mir aber so im Großen und Ganzen vom Schreibstil und von der ganzen Art her ganz gut gefallen hat. Ich bin sehr, sehr gut durchs Buch gekommen. Ich habe es, glaube ich, auch an zwei Abenden gelesen und ja, kann mich da jetzt drüber nicht beklagen. Und ansonsten von der Handlung her war es gut, die Charaktere waren auch gut, also ich mochte Miles, er war ganz, ganz anders, als ich immer erwartet hatte. Also ich hatte mir zu diesem Buch schon einige Rezensionen auch angesehen und auch zu der englischen Variante von Ugly Love. Und Miles war ganz anders, wie ich ihn immer mir vorgestellt habe, aufgrund dessen, was ich so gehört habe. Und ja, das fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr erfrischend und Tate mochte ich auch wirklich sehr gern. Und ich konnte auch hier wieder so zwei, drei Kleinigkeiten vielleicht nicht nachvollziehen und hätte da vielleicht in den Situationen anders reagiert, aber dafür sind wir ja alle Menschen und verschieden. Vom Setting her kann ich nur sagen, dass es so in San Francisco, glaube ich, gespielt hat. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Geschichte spielt sich hauptsächlich in den Wohnungen ab. Also man hat jetzt hier nicht wirklich viel, dass die irgendwie draußen sind und unterwegs sind, sondern es spielt sich wirklich mehr in den Wohnungen ab. Deswegen kann ich zum Setting her nicht viel sagen. Außer, ja, spielt sich da halt in den Wohnungen größtenteils ab. Und ja, ansonsten mochte ich die Handlung, die Charaktere und es hat mir definitiv um einiges besser gefallen als Weil ich Lycan liebe. Und ja, es wird definitiv nicht mein letztes Colleen Hoover Buch gewesen sein, weil ich gehört habe, Maybe Someday und Love and Confess sollen auch ganz, ganz toll sein. Hope Forever, wie gesagt, lese ich erstmal nicht mehr, weil da wurde ich ja gespoilert. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr auf die Geschichte und ja. Aber ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr so
Liebesgeschichten mögt, mit Erotik wieder drin. Was ich auch nicht verstanden habe, dieses Buch steht bei uns in der Jugendbuchabteilung, aber hier ist Erotik drin. Was macht das Buch in der Jugendbuchabteilung? Na gut, bei meinem Buchladen wundert es mich nicht. Da stehen öfters mal Bücher falsch. Ja, egal. Auf jeden Fall es ist eine süße Liebesgeschichte mit einem sehr, sehr tragischen Hintergrund und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, es wird nicht mein letztes Colleen Hoover Buch gewesen sein und ja. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall mit an. Das waren zwei Bücher, die ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe. Und ja, ich fand beide Bücher wirklich ganz toll und ich habe sie sehr genossen beim Lesen. Und falls ihr sie schon kennt und schon gelesen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Bye, bye!